Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. In der letzten Folge haben wir die Geschichte von Falskar beendet, die für mich, ich würde sagen, zum Schluss recht interessant wurde. Gerade auch die Geschichte mit dem Drachen fand ich echt ein bisschen, ja, unerwartet. Und wir werden jetzt noch einmal die Gegend ein bisschen erforschen, die letzten Gebiete auskundschaften und hoffentlich auch irgendwie ein paar Steine von dieser Quest mit dem Totenbeschwörer finden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich will auf jeden Fall definitiv noch die Orte erkunden, denn uns fehlt noch ein Schrei. Den würde ich sehr gerne haben. Wir nehmen einmal kurz das Pferd und sch Wieso regnet es ständig? Wieso regnet es ständig? Verstehe es nicht. Naja. Wir laufen mal hierhin, da wo die Karte ein bisschen gebuggt ist. Oder wir laufen dahin. Ich wollte eigentlich hier, ja, Sachen in der Gegend finden, aber wir haben gerade was gefunden. Dafür müssen wir hier einmal um den Berg herum. Kann man um den Berg herum? Ja. Auf der anderen Seite ist nämlich etwas Kleines zu erkunden. Ich weiß nicht, ob wir alles finden, was man erkunden kann. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel. Lassen wir einfach mal schauen, was wir hier noch so finden. Ne? Ist ja nicht so wild, wenn wir nicht alles finden. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal zwei Sachen. Zwei Sachen ist immer noch besser als gar nichts. Außerdem mag ich es, dass ich meine Sachen auf einem Pferd sehen kann. Komm, wir steigen ab. Ich hasse Pferde. Fragt mich nicht, wieso ich hasse Pferde. So. So kann ich mich auch sehen. Ich wollte eigentlich von dem Ingvar gerne die Sachen haben, aber werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Sind das echt Riesen? Wir sind echt Riesen. Hab schon gedacht, die existieren gar nicht hier. Ach, ich weiß noch damals, als die Riesen tatsächlich ein Problem darstellten. Als wir sie noch nicht tot töten dürften, weil sie einfach zu stark waren. Jetzt kippen sie einfach um. Einer nach dem anderen. Selbst die Mammuts sind stärker als die. Wie wär's mit Sterben? Dankeschön. So, normalerweise haben die Jungs doch eine Truhe. Ah, da ist die Truhe. Ein diadisches Schild brauchen wir nicht. Der mächtige Seelenstein nehmen wir und Vagabonds Dusk Boots. Also sieht nett aus, aber naja. Nee, brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Gut. Dann schauen wir uns mal die Ruine, die Burgruine. Das waren doch immer Burgruine. Schauen wir uns mal die Burgruine da hinten an. Gucken, ob wir da was Schickes finden. Also es kann schon sein, dass das eigentlich die letzte Folge sein könnte, ne? Es sei denn, wir finden wirklich noch eine große Höhle. Wieso ist das schon wieder dunkel? Ich hasse es. Kannst hier nicht rumlaufen, ohne dass es dunkel wird. Oh, hi. Wer bist du? Du bist wahrscheinlich ein Bandit, oder? Ein Marodeur-Bandit. Ich treffe den nicht. Oh, jetzt sehen die mich auch noch. Bleib fern von mir. Wer bist du? Heilige, warum bin ich so weit nach hinten geflogen? Ich hasse Pfeil- und Bogenschützen. Die sind kacke, genau wie du. Du hast nur einen billigen Dolch. Was willst du von mir? Verzieh dich! Du bist es nicht würdig, gegen mich zu kämpfen. So. Du da. Eins versus eins. Au. Ich bin schon tot. Verstecken uns ganz kurz und machen starke Heilung. Und speichern definitiv das Spiel ab. Machst du da die komischen Geräusche?
Alter. Na endlich. Du bist tot, mein Freund. Ich hasse Pfeil und Bogenschützen. Ich meine, ich bin selber einer, aber ich hasse euch. Ihr macht so krass viel Schaden. Was hast du da für einen Bogen? Nein! Shit, er ist weg. Und nicht so gut wie auch. Ach. Wo ist die Leiche hin? Wollt sie doch looten. Ach, da. So. Was hattest du für einen Bogen? Ein Orsimer. Chaftan-Bogen. Okay. Sieht zwar geil aus, ist aber leider zu schwach. Ich finde es echt schade, dass er keine starken Bögen reingetan hat. Ich meine, so eine Verbesserung wäre doch schon mal nicht schlecht. Ich meine, auch wenn es nur ein Schaden wäre, ein besserer Schaden. Komm, ich hätte es genommen. Ich hätte es genommen. Ich meine, es sieht auf jeden Fall viel besser aus als mein komischer Drachenbogen, den ich jetzt habe. Ich will mal wieder was Neues haben. Das ist wirklich eine Sache, wo ich bei Skyrim sagen würde, okay, da fehlt ein bisschen die Abwechslung, wenn man schon das Stärkste vom Stärksten hat, dann kann man nichts mehr dazu kriegen. Naja. Aber dafür haben wir ja die Mods. Ein Glas. Kampfbogen. Wunden schließen brauchen wir nicht. Okay. Gehen wir mal kurz hier hin. Vielleicht haben wir da noch in der Nähe irgendwas. Nee, hier ist auch nichts, ne? Was bist denn du? Sieht aus wie so ein Wikinger-Schiff, ne? Ich glaube, Nord sind den Wikingern nachempfunden. So ein bisschen. Da waren Wikinger nicht eher Rotschöpfe? Waren das Schotten? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit Geschichte. Was waren Wikinger? Keine Ahnung. Ich dachte immer, das wären Schotten gewesen. Hier ist noch ein ganz, ganz weiter leerer Platz. Und hier ist definitiv etwas. Deswegen werden wir mal hierhin schnell reisen und da hinten hingehen. Ich hasse es zwar, auf dem Pferd zu reiten, aber solange mein Pferd Ausdauer hat, werde ich es definitiv nutzen. So. Sieht ein bisschen komisch aus, wo ich mich gerade befinde, aber egal. Wir wollen dahin. Das sieht nämlich verdammt auffällig aus. Weil irgendwas muss da doch sein. Oh, eine Hütte. Ich liebe Hütten. Wir gehen zur Hütte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu Fuß schneller als mit dem Pferd. Weil es trabt hier einfach nur durch die Gegend. Hä? Oh. Ich verstehe, die Hütte ist da drüben. Wo wir eigentlich hin wollten. Aber ansonsten sehe ich einfach in der Gegend gar nichts. Ich glaube, er hat einfach zu wenig Sachen platziert. Da ist noch irgendwas. Wobei, das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Gärten vor der Stadt. Deswegen halb so wild. Man muss dazu sagen, auch das ist noch eine Höhle. Es ist ja so, dass Bifesta das alles so geplant hat, dass wenn man sich irgendwo auf der Karte befindet, sollte immer mindestens ein bis zwei Orte sein, die man erkunden möchte. Der Mod-Entwickler hat aber nur einen gemacht. Ein Ort, den man immer erkunden möchte. Da ist jemand langgelaufen. Öhrental? Wieso kämpfen die? Wer ist Freund, wer ist Feind?
Ach, die greifen Fuchs an. Oh, nein, das sind... Nein, das sind Feinde. Nein. Die haben einfach nur irgendwie ein Problem mit Füchsen. Wer ahnt denn sowas? Sind die echt da hängen geblieben? Dieser dämliche Pfeil- und Bogenschütze, wie er mir auf den Sack geht. Ich dachte, ihr wärt freundlich gewesen. Tut mir leid. Okay, wir haben nicht gespeichert, deswegen ziehe ich mir kurz einen Heiltrank rein. Wie kann mich der Pfeil- und Bogenschütze von hier aus hinten treffen, ey? Die machen trotzdem krass viel Schaden. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie keinen Schaden machen? Und ich sehe gar nichts. Ich würde sagen, der Schrei hat so seine Probleme. Wie er noch flüchten wollte. Immer ja schön in den Kopf rein. Ich bohre dir noch ein paar Ohrlöcher, du Arsch. Hey! Oh. Oh. Ich habe ihn noch aufgehalten. So. Bist der Bogenschütze? Ich komme, um dich zu holen. Ich würde aber gerne noch mal kurz Beschwörung. Dunhevir haben wir schon mal beschwört, ne? Oder versucht zu beschwören. Ich glaube, es waren Kräfte, ne? Kräfte? Parkstadt hätten wir auch die ganze Zeit beschwören können. Wo ist denn... Avrak ist unser Pferd. Ich glaube, das waren Schreie, ne? Drachenruf. Oder Wing. Dunhevir haben wir, glaube ich, noch nicht beschwört. Oder versucht zu beschwören. Ja, coole Nummer. Kann aber nicht aufsteigen. Wieso siehst du so eklig aus? Sahst du vorher schon so eklig aus? Komm mit, Dude. Ja, ich hab ein Haustier. Komm. Wir müssen einen Bogenschützen töten. Wo bist du, du Arsch? Ich habe Freunde mitgebracht. Hallo? Hä? Ist jetzt geflohen? Das ist ein bisschen scheiße. Oh, wir hätten Dunhevir die ganze Zeit beschwören können, ne? Ah, ist ja traurig. Gräber. Wo ist dieser feine Bogenschütze hin? Komm raus, Bogenschütze, komm raus. Ah, Donnerwehr, gib's ihm. Gib's ihm richtig. Oh ja. Du nicht mehr, tu doch irgendwas. Kommt der jetzt? Ach du Scheiße, hat der Dunhevir gerade richtig krass viel Schaden gemacht? Ich glaube schon. Ist ein bisschen scheiße, dass Dunhevir nicht an den Bäumen vorbeikommt.
Ach komm, das ist nicht dein Ernst, du scheiß Bogenschütze. Lass dich besser sein als ich. Ein scheiß Dunnelwehr kommt dann nicht an den Bäumen vorbei. Ich fass das nicht, ne? Wie unfähig kann eigentlich ein Drache sein? Wie unfähig bist du? Jetzt weiß ich, warum du wenigstens gestunken hast. Ist ja widerlich. So. Okay. Wir ziehen uns hier. Hier gibt es anscheinend nichts, oder? Wir gehen nochmal in dieses... Oh, was haben wir denn da? Wir gehen nochmal in dieses Haus. Oh, immerhin ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld schadet nie. Aber was ich noch gesehen habe, ist, dass da hinten eine Höhle ist oder so ähnlich. Oder ein Stollen oder irgendwas in der Art. Fichtenaumine. Ich hoffe, Dunhevier kommt nicht mit mir mit. Das wäre ein bisschen blöd. Hab ich gesehen. Den Typen allerdings nicht. I think I'll pay off my bounty this time. No sense in hiding from my mistakes. Huh? Anyone there? I go to Sovngarde. Tschüss. Okay. Wir laufen hier mal ein bisschen durch die Gegend. Die Falle möchte ich jetzt nicht auslösen. Pack. So 30-facher Schaden. Kann sich sehen lassen, Freunde. Kann sich sehen lassen. Die Truhe nehme ich gerne mit. Du ein Arsch bist, darum. Ich mag euch nicht. Ich muss euch alle töten. Ein Stahlschwert. Oh, Münzen. Hier sind mir ein paar zu viele Leute. Oh oh. What was that noise? Ich weiß nicht. Fuck! Ich fass es nicht. Was zum Teufel hat mich gesehen? Dreckiger Bogenschütze. Ich warte. Ernsthaft? Ich hab den nicht getroffen? Come out, come out. Wherever you are. Hinter dir. Oh, das ist... Das ist nicht dein Ernst. Das war einfach nicht dein Ernst, ey. Dich will ich erstechen, meine Dame. Dich will ich erstechen. Oder auch nicht. Ach, du willst einen Durchkampf? Wie gefällt dir der Durchkampf, hä? Ist es das, was du dir vorgestellt hast? Hm? Oh. Du kleine Troller, du. Amulett von Stendar. Das nehmen wir doch mit. Blitzmantel. Dafür sind wir hergekommen. Naja. Gut, lass uns wieder raus. Wir haben ja da hinten noch eine Höhle zu entdecken. Und dann werden wir mal dahin gehen.
Nochmal schön die Falle auslösen. So muss richtig. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen werden wir da hinten hingehen. Findet sie wahrscheinlich genau auf der anderen Seite hier. Oh, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Weil momentan haben wir haben keinen dieser komischen Schlüssel gefunden, die wir da gefunden haben, ne? Seltsam. Gut, haut rein, euer Zero. Tschüss.